Ganz ohne Worte geht es dann heute auch nicht. Zum ersten Foto, das ist so ein Motiv, nachdem ich immer, wenn ich irgendwo im Weltall unterwegs bin, wo ich noch nicht war, Ausschau halte und hoffe, dass ich mal drüber stolper. Über so einen markanten Laubbaum, der ansonsten bloß von eher langweilig ist, vielleicht in dem Fall jetzt übertrieben, aber jedenfalls ansonsten da bloß von homogenen Fichten-Nadelwald umgeben ist. In dem Fall sind die Fichten eigentlich auch ganz hübsch, weil sie wo wachsen, wo sie wirklich wachsen können noch. Und vor allem auch deswegen, weil der Unterwuchs ganz cool ist. Und damals, als ich über das Motiv gestolpert bin, war erwartungsgemäß kein Nebel. Ich habe mir damals allerdings schon gedacht, wenn es irgendwann die Gelegenheit gibt, das Foto mit Nebel zu machen, dann bin ich wieder dort, wenn ich Zeit habe. Ist nämlich nicht ganz nebenan das Motiv, aber
Ja, dann fährt man halt mal ein bisschen weiter. In dem Fall waren es ungefähr 100 Kilometer. Dafür hat es sich aber, glaube ich, irgendwie gelohnt, finde ich zumindest. Ansonsten fällt vielleicht so ein bisschen auf, dass im Video paar Motive zu sehen sind, die ich nicht fotografiert habe. Gerade diese hübschen Bachlandschaften. Ich glaube, da könnte man auch einiges mitmachen. Ich habe allerdings an dem Tag irgendwie ein bisschen mehr Lust auf Details gehabt und mich deswegen nicht so richtig um den Wald und den Bach gekümmert, also als Landschaftsmotiv. Und mir sowieso gedacht, dass das vielleicht irgendwann im Herbst, wenn die Bäume bunt sind, also das Laub bunt ist, und vielleicht dann auch ein bisschen Nebel in dem Tal rumhängt, das Ganze interessanter sein könnte. Habe alles also mir schon wieder vorgenommen, irgendwann in, naja, lang dauert es nicht mehr, wenn der Herbst dann da ist, nochmal hinzufahren und zu gucken, was ich dann in Sachen Landschaftsfotos dort machen kann. Vielleicht hat er noch der Bach ein bisschen mehr Wasser. Könnte auch recht eindrucksvoll sein. Ist sowieso irgendwie ein spannender Bach durch diese Verfärbung von Moor. Das ist alles so ein bisschen rötlich, das hat einfach was. Naja, das wollte ich noch loswerden. Mein Lieblingsfoto ist übrigens das erste und ich glaube, danach kommen dann die letzten beiden. Bei dem Wasserfallfoto, also was man das Wasserfall nennen kann, fand ich das Blatt des Bunde eigentlich ganz nett. Es geht allerdings so ein bisschen unter, also weiß nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, auch euch hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann vermutlich nächsten Mittwoch wieder. Also, macht's gut und tschüss.